Guten Morgen hier in dieser wunderschönen Arena, nennen wir es Fahrradladen im Keller in Berlin. So, heute zeige ich euch, wie man einen Schlauch wechselt bei einem Trekkingrad. Das habe ich euch schon 100 Mal gezeigt, aber ich zeige es immer wieder, weil es nämlich der einzige Auftrag, den ich heute habe, ist für einen Kumpel, mache ich das. Ja, und er meinte, ja Mensch, du weißt ja, du hast zu, aber hast du denn nicht mal Zeit, machst du das? Da habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, kann ich gleich wieder ein Video für euch machen, was mit Fahrrädern zu tun hat. Und ja, deswegen mache ich das jetzt mal. Ja, da ist das gute Stück. Es ist ein richtiger Klumpen von der Fahrradmanufaktur. Es ist nämlich ein E-Bike. So, ich hänge das mal hier hin. Premium Mobilität. Und da kommt auch schon die Lieferung. Ich fasse es ja nicht. Ist ja unglaublich. Jetzt alle zeitnah. Mach ich mal kurz aus. Kollege kotzt schon wieder ab. Weil es so wenig ist, was ich bestellt habe. Ich gehe mal rum und bezahle. Ja, jetzt geht das los. Die Ware ist gekommen. Ich baue das Vorderrad aus. Das Vorderrad ist platt. Hier. Was ist denn das für ein Rad? Fahrradmanufaktur mit Bosch-Motor. Tada. Voll der Luxus hier. So was kann ich mir nicht leisten. Habe ich ausgebaut. Jetzt schraube ich das Ventil, ist nämlich hier abgebrochen. Jetzt baue ich ihn raus. Eben rüberziehen, noch runterdrücken. Einmal gereinigt. Der Kollege möchte ein größeres Ventil hier drin haben, und zwar ein Autoventil, und hier ist noch vom französischen Ventil die Öffnung. Also muss das einmal aufgebohrt werden. Das mache ich jetzt auch. Schwerpunkt, wenn die das für den Schwerpunkt sind.
dazugehörigen Schlauch, einen passenden, also aufgebohrt habe ich es. Ja, das kann man auch ohne weiteres machen. Man sollte nur darauf achten, dass dann hinterher kein Grat hier dran ist. Den haben wir hier nicht. Ja. Jetzt hole ich einen passenden Schlauch. Dann wird es wieder zusammengebaut. Dann sind wir schon fertig mit dem Auftrag. Schlauch. So, nun lege ich den Mantel wieder auf die Felge und zwar zuerst hier innen eine Seite rein. Hier einmal rum. Ja. Eine Seite ist in der Felge und eine Seite ist hier draußen. Hier. Von der Seite führe ich den Schlauch ein. Neuer Schlauch. Ventilloch sollte oben sein. Ich hebe hier ein wenig an, drücke rüber mit dem Finger. Da. Ja, also wie gesagt, von der, nicht von der Seite, sondern von der Seite. Schlauch rein. Gerade auflegen hier links. Rechts rüberziehen und jetzt gleichmäßig den Schlauch in den Mantel legen, ohne zu verdrehen. So geht das. Macht das mal schnell. Ja, also immer schön darauf achten, dass wir hier, dass der Schlauch nicht gequetscht ist, das Ventil sich frei bewegt, dass es nicht unterm Mantel feststeckt. Dann können wir die Mutter etwas anschrauben, aber noch nicht ganz. Und jetzt wird eingebaut. Ja. So. Tada. Mit Magura. Ja, wenn man die Magura. Wo seid ihr denn? Also, wenn ihr die Magura-Hebel nicht aufmachen wollt, um die eine Seite von der Bremse zu lösen, wird es ein bisschen kniffliger, den Draht einzubauen, aber geht auch. Wie knifflig das für euch ist, kann ich nicht beurteilen. Ich mache das hier ab und zu und ich mache nicht jedes Mal den Hebel auf. Ich drücke einfach den Schlauch zusammen, hier oben den Mantel zusammen. Und schon ist der Reifen drin.
Und da liegt Scheibe 1 an Mutter. Und da liegt Scheibe 2 Mutter. Jetzt festziehen. Lichtkabel aufstecken. Achsmuttern festziehen. Und aufpumpen. Funktioniert. Jo. Jetzt können wir die den Überwurfring festschrauben. Dann wird die Kappe aufgeschraubt. Nochmal die Bremse und Licht kontrolliert. Licht läuft. Bremse auch, sollte nicht schleifen. Und dann gehen wir nach hinten. Hier gab es nämlich noch ein kleines Problem hier hinten. Der Kollege ist über eine arige Kante gefahren. Total locker hier, ich spreche. Na, zentrieren wir ihn mal ein bisschen nach. Auf alle Fälle schleift er ja ganz schön. Das mache ich mal. Dass ich eine Beulerin habe. Meine Fresse. Boah, ist ja, man sieht richtig, wie platt das ist. Wie so quasi so geht. Wahnsinn. Ja, mal gucken, ob ich das zentriert bekomme.
Schön Trier, Mann. Ist der Bremsbelag doch zu hoch jetzt natürlich. Wo ist die Kamera? Jetzt ist hier natürlich auch der Bremsbelag zu hoch und es schleift hier oben an der Bremse. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen korrigieren. Das mache ich jetzt auch mal schnell. Schönes Ei. Na gut, das wird er wahrscheinlich merken, aber ich habe jetzt die Bremse ein bisschen runtergeschoben. Du hast nicht mehr zu retten, also Rad ist hin. Aber er kann es wieder benutzen. Und das ist doch Sinn der Sache. So, damit verabschiede ich mich für diese Kleinstreparatur, sagen wir mal, oder diese Standardreparatur, die aber mit einer der häufigsten natürlich ist bei so einem Fahrrad. Platter Reifen von euch und da sehen wir uns mit dem nächsten Video wieder. Wenn ihr wollt, abonniert da den Kanal und schaut ab und zu rein. Hier gibt es das komplette Leben von mir so zu sehen, was so passiert. Es ist nicht viel, aber es passiert jeden Tag, in dem ich lebe. Jo, also, bis dann. Ciao.